Ey, immer wenn ich mich in dem Game einlogge, dann regnet's. Es ist irgendwie. Als wir die letzte Folge aufgehört haben, hat es da auch geregnet? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tribe. Ich habe mega Bock drauf, ein, zwei Tage nicht gespielt, aber ja, ich habe so ein bisschen beim Schneiden was herausgefunden. Passt auf. Erstmal, let's go. So, ich habe beim Schneiden ein bisschen was herausgefunden. Oder habe mir zumindest Gedanken dazu gemacht, zu dem ganzen Bums hier. Wir haben ja hier unten eine Dorfhöhle. Also wenn man auf die Map geht, wir haben hier unten eine Dorfhöhle. Und ich glaube... Boah, ey, das sind sogar Linien. Ich glaube, die Dorfhöhle ist die allererste Höhle, in der die Werkbank stand. In der wir im Prinzip so die ersten Sachen gecraftet haben, wie eine Axt, ein Messer, unserem Müll. Und die gehört mit zu unserem Dorf, denn... Hier ist, Wohnbereich, Dorfhöhle 4. Da sind unsere ersten vier Arbeiter her. So. Ja, wo ist jetzt die Karte da? Und dann haben wir hier ein Dorflager. Das ist die andere Höhle. Die andere Höhle mit diesen Regalen, mit den Lagerregalen. Und die gehört natürlich auch hier dazu. Lagerbestände, Dorflager. So, Träger 2 von 2. Nice. Also... würde ich einfach mal behaupten, dass dieser Speer, der hier rumläuft, und der Dorfälteste, von dem wir immer die ganzen Quests bekommen, einfach mit zu unserem Dorf gehören. Ja. Und dass dieser Altar hier auch mit zu unserem Dorf gehört. Und wir eigentlich in diesem ganzen Gebiet hier unsere Hütten bauen können. Nicht nur hier oben, da wo ich jetzt gedacht habe, ich baue mein eigenes Dorf. Nein, das ist nicht mein... Also es ist schon mein eigenes Dorf, aber zu diesem Dorf gehören immer noch alle Sachen, die hier unten in diesem Tal sind, also die südlich vom Fluss sind. Und ja, das passiert, wenn man die Dialoge nicht liest, ja, also und die einfach nur skippt. Wahrscheinlich hat mir das schon irgendwer gesagt. Und weil hier auch Altäre sind, kann ich mir vorstellen, dass wir hier irgendwie vielleicht... Alter, hier ist auch noch riesig viel Gebiet, was noch gar nicht genutzt wird. Was schon auf der Map ist, aber was noch gar nicht genutzt wird, ne? Entweder wird es noch freigeschaltet im Laufe des Spiels, oder es ist einfach noch nicht im Game drin und es wird noch, weil es Early Access ist und so. Ihr wisst, was ich meine. Also ich kann mir vorstellen, dass hier um diese Altäre drumherum, dass wir da nochmal einzelne Dörfer bauen, neu aufbauen oder so, wenn wir hier fertig sind. Weil es ist ja ziemlich Main-Game-mäßig, dass wir hier Quests bekommen und immer weiter und eigentlich einer Main-Quest folgen mit dem Dorfältesten. Also, ja. Also, das Spielprinzip ist ja eigentlich, bau dein eigenes Dorf und verwalte das. Ne? Bau die Gebäude, aber verwalte das Dorf. Das ist ja wie Medieval Dynasty. Und ich finde aber, dass das bei diesem Spielprinzip mit verwalte dein eigenes Dorf, das zwingend in einem Setting stattfinden muss, wo man seine Freiheiten hat. Finde ich. Wo man einfach seine Freiheiten hat, wo man sagen kann, ich baue mein Dorf hier hin, ich mache das und das und das und ich gehe auf Viehzucht oder auf Ackerbau oder wie auch immer, keine Ahnung. Und bisher ist es aber in diesem Spiel so, dass das alles geführt wird. Wie, du kannst gar nichts anderes machen, als das Spiel, was dir vorgibt. Ne? Weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Ich weiß auch noch nicht, das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck aus den ersten zwei Spielstunden. Ich habe tatsächlich jetzt zweimal gespielt. Also ne, zwei Folgen habe ich released, jeweils eine Stunde gespielt und das dann zusammengeschnitten. Aus den ersten zwei Spielstunden würde ich sagen, zeigt sich das bisher so. Also es ist ein sehr langes Tutorial, wenn es noch ein Tutorial ist, oder es ist halt einfach eine Mainquest, die einen durchs Spiel führt und wenig Freiheiten zulässt. Mal sehen, wie es sich so entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe da mega Bock drauf. Macht mir auch Spaß. Ich vermisse aber so ein bisschen meine Freiheit. Freedom.
So, jetzt haben wir lang genug auf der Map rumgequatscht. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen weiter zocken. Ich wollte noch mal gucken, was die Basti jetzt sammelt, die Sammlerhütte. Blauer Stein auf jeden Fall jetzt. Können wir jetzt sagen, was... Achso, guck mal hier, hier können wir auch sagen, was die sammeln sollen. Sammelt mal bitte Ranken. Danke. Jetzt sammeln, würden die Ranken sammeln, wenn die ein Messer hätten. Ja, sehr gut. Nehmt das Messer mal ruhig. Ich mache mir ein eigenes. Brauche ich eigentlich nur Steine für. Und Steine haben wir ja genug. Und ich gehe mal zum Dorfältesten, weil sonst haben wir jetzt ja keine weitere Aufgabe, außer vielleicht eine Schamanenhütte zu bauen. Aber ich weiß noch nicht, was die Schamanenhütte macht. Wir gucken einfach mal. Kuh, Schamanenhütte. Beschäftigt der hier Stammesangehörige und gibt ihnen das nötige Werkzeug, um Weihrauch, Talisman und Bräue zu erhalten. Ach so, okay. Das automatisiert also die Talisman- und Weihrauchproduktion. Die Schamanenhütte dachte ich mir eigentlich schon fast. So, ich soll jetzt eine Werkzeugmacherhütte bauen. Das klingt gut. Das klingt danach, dass ich nicht mehr für die anderen die Werkzeuge machen muss. Das ist gut. Müssen wir nur gucken, was wir dafür brauchen. Führe das entsprechende Ritual durch, um dieses Gebäude freizuschalten. Ja, verstehe. Drücken wir mal O. Warte mal. Ich wollte erstmal gucken. Geschenktes Handwerk. Werkzeugmacherhütte. Und das hier drüben ist Holzfällerhütte. Okay. Für die Werkzeugmacherhütte brauchen wir 5 Weihrauch und 7 Talismane. Okay. Gucken wir mal, ob wir das schon herstellen können. Aber wir können erst 6 Talismane herstellen. Na gut. Brauchen wir für den letzten auch noch was. Handwerker, Meisterung 6. Schön. Schön, schön. So, jetzt haben wir alles für die Werkzeugmacherhütte. Jetzt können wir auch gleich zum Altar gehen. Ich gucke nochmal schnell, ob hier noch jeder Werkzeug hat zum Produzieren. Ja, der Speer von den Fischern ist schon ganz schön abgenutzt und bei den Kochern haben wir da noch ein Messer drin. Ja, aber ist auch schon ganz schön abgenutzt, ne? Also der braucht auch demnächst ein neues Messer. Dann gehen wir mal auf zum Altar und holen uns die Werkzeugmacherhütte. Dann können wir vielleicht das Ganze automatisieren und brauchen vielleicht für die nächsten Messer und Speere gar nicht mehr selber Hand anzulegen. Feuer! Werkzeugmacherhütte freigeschaltet. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Dann bauen wir die doch mal. Ich weiß ja jetzt, dass ich mehr Platz habe, um das Dorf zu bauen, als nur auf dieser Anhöhe. Vielleicht baue ich das jetzt demnächst mal wirklich dahin, wo ich beim letzten Mal, also beim ersten Teil, schon meine eigene Hütte hingebaut habe. Vielleicht in die Richtung, dass die da nah am Lager sind und so. Vielleicht funktioniert das besser. Mal sehen. Und es lockert auf jeden Fall so ein bisschen dieses Dorf auf und macht es so ein bisschen freiflächiger. Muss ja nicht alles hier oben auf den Hügel gebaut werden. So, wollen wir die jetzt einfach mal hier hin? Ey, ist ziemlich groß, ne? Ist ziemlich groß. Ich merke schon, dass ich ganz viel Holz brauche dafür. Und es wird langsam dunkel, aber ich will noch nicht... Also mein Charakter will zumindest noch nicht schlafen. Deshalb werde ich das mal ausnutzen, dass ich hier so ein bisschen im Dunkeln was machen kann. Wir brauchen wieder sehr, sehr viel Bambus. Wenn wir mal den Bambuswald hier abholzen, zum Glück wächst ja alles nach. Man bei der Holzfällerhütte wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich da auch einstellen, ob der Bambus oder Holz ernten soll, ne? Das heißt, am besten 2 Holzfällerhütten. Eigentlich kann man dieses Spiel die ganze Zeit mit gedrückter E-Taste spielen. Da macht man nie was falsch. Weil das ist zum Platzieren, zum Aufnehmen eigentlich die ganze Zeit gedrückte E-Taste. Ey, Sammlerhütten bräuchten wir eigentlich auch für jede Ressource eine, ne? Die kann man auch spammen, theoretisch. Irgendwas habe ich vergessen. Wahrscheinlich draußen das Ding. Genau, das brauchen wir noch. Ansonsten sieht die Hütte doch schon gut aus. Wir brauchen jetzt noch so ein Bambus-Totem. Richtig, stimmt. Nehmen noch mal ein bisschen Bambus mit. So, jetzt möchte mein Charakter gerne schlafen. Jetzt, wo es wieder hell ist. Vorher mache ich mal das Bambus-Totem. 10 Bambus brauche ich dafür. Okay. Können wir noch machen? Knochentalisman? Grobe Spitzhacke. Ah. So, das können wir noch nicht machen. Das ist aber...
Ich dachte erst, ich habe keine Ressourcen dafür, aber dann wird es rot angezeigt. Das können wir, müssen wir es mal freischalten. Tonschein, Pilzbräu, Gewürze, Obsidianperlen, Steinstatuen, Obsidianstatuen, große Hacke. Also es gibt noch sehr, sehr viel hier, was man freischalten kann. So, Werkzeugmarmelhütte ist fertig. Okay. Die machen halt immer nur ein Item. Ich stelle dann erstmal nur einen ein und der soll grobe Messer herstellen, weil wir haben jetzt zwei Hütten, die grobe Messer brauchen. Und ins Dorflager tue ich mal das rein, was ich jetzt zurzeit nicht wirklich brauche. Okay, wir sollen uns zurück beim Dorfältesten melden. Das machen wir natürlich. Baue eine Lagerhütte. Okay, wie schalten wir eine Lagerhütte frei? Führe das entsprechende Ritual durch, um dieses Gebäude freizuschalten. Aber hier können wir eine Holzfällerhütte freischalten. Hier sollen wir zum westlichen Altar reisen. Ach, und hier können wir dann die Lagerhütte freischalten. Reise zum westlichen Altar. Aber das ist ja der westliche Altar. Also wir müssen erstmal kurz ein Ritual durchführen, bei dem wir 5 Weihrauch und 5 Talismane brauchen, was nichts freischaltet. Und danach brauchen wir 10 Weihrauch, 10 Talismane. Okay. Ich würde gern noch eine Werkzeughütte bauen. Eine Werkzeugmacherhütte, die Speere herstellt. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt weiter in der Quest gehen, bauen wir das Dorf erstmal so aus, dass es eigenständig funktioniert. Dass wir nichts mehr machen müssen. Keine Werkzeuge selber herstellen, sondern dass die Werkzeuge alle selber hergestellt werden, damit es einfach läuft. Dafür müssen wir jetzt nicht nur nach dieser Werkzeughütte noch eine Werkzeughütte bauen, sondern auch Sammlerhütten, damit alle Ressourcen für die Werkzeuge gesammelt werden. Und natürlich brauchen wir auch mehr Arbeiter. Also klar, wir können jetzt noch für die Werkzeughütte, die wir jetzt bauen, da haben wir noch einen Dorfbewohner, den wir da reinsetzen können. Aber ansonsten brauchen wir mehr Dorfbewohner. So, wir müssen nochmal schlafen. Charakter ist am Ende seiner Kräfte. Nee, nicht herstellt, sondern schlafen. Sehr gut. So, zweite Werkzeugmacherhütte fertig. Da können wir gleich sagen, hier, Hämmer. So, wir brauchen Steine, Ranken und Äste. Okay, verstehe. Und sag mal hier Dorflager. Ne? Dorflager. Und den einen, den wir noch nicht eingebunden haben, der darf da drin auch Dinge tun. So, Äste müssen wir jetzt erstmal ins Dorflager machen, damit der Hämmer herstellt. Und ich würde jetzt noch eine Dings bauen. Eine Sammlerhütte, die nicht Ranken sammelt, sondern Steine. Ich glaube, das macht Sinn. Und Äste sammeln wir dann selber. Also automatisieren wir jetzt noch nicht alles, aber vieles. Ich habe mich gerade umentschieden, dass wir noch keine zweite Sammlerhütte bauen, weil man hier in dem Stammes-Overlay ziemlich gut einstellen kann, was die Sammlerhütte sammeln soll. Je nachdem, was wir gerade brauchen und so. Also vielleicht arbeite ich lieber doch mit dem Ding hier und kann ja auch einstellen, was die Werkzeugmacher jetzt gerade machen sollen und so. Also hier steht auch immer da, wie viel gerade im Lager drin ist. Ne? Vielleicht machen wir das so. Jetzt brauchen die gerade hier einen Speer in der Fischerhütte. Aber hier wird ja halt aktuell am groben Speer gearbeitet, ne? Deshalb würde ich sagen, hier sieht man auch, 16 sind noch im Lager von den Ästen und sowas alles. Hier können wir auch sehen, wenn was ausläuft, dass wir das denn genau gezielt sammeln. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht vom Spiel. Das wünsche ich mir in Mad Evil Dynasty auch so ein bisschen. Aber es ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass dieses Spiel halt nicht so kompliziert ist. Und deswegen das hier so einfach funktioniert.
Also Medieval Dynasty ist schon ein bisschen komplizierter in der Ressourcenbeschaffung und Ressourcenverwaltung. Aber das wäre, ja, es wäre schön, wenn das auch da wäre. So. Guck mal, jetzt haben die einen Speer hergestellt, jetzt arbeiten die Fischer wieder. Die holen jetzt wieder Fisch ran, damit die Kochhütte was zu kochen hat. Schön. So, dann stellen wir erstmal, hier brauchen wir 5 für und dann hilft 10 für die Lagerhütte. Dann stellen wir 15 von jedem her und sollte das eigentlich klappen. Okay, hier im Klammern zeigt er mir immer das an, was im Lager. Ja. Okay, also brauchen wir erstmal das Zeug aus dem Lager. Was brauchen wir jetzt alles für den Weihrauch? Wir brauchen gelbes Gras und Kräuter. Kräuter haben wir nicht genug, aber gelbes Gras können wir uns besorgen. So, jetzt können wir einfach zum Altar gehen und die 2 Sachen freischalten, um dann endlich eine Lagerhütte zu haben. Ich weiß zwar noch nicht, was die Lagerhütte macht. Ich hoffe, die teilt sich mit der Lagerhöhle so ein bisschen den Space und erweitert den vielleicht sogar noch. Dass wir im Prinzip von beiden Spots aus auf ein konzentriertes Lager zugreifen können. Das wäre nice. Das funktioniert ja in Medieval Dynasty auch. Und wenn wir das freigeschaltet haben, müssen wir wieder schlafen. Unsere Energie ist schon wieder weg. Leider. Müssen wir jetzt warten, bis das abgebrannt ist? Oder können wir schon das nächste... Nee, wir können schon das nächste freischalten. So, Lagerhütte freigeschaltet. Sehr gut. Nice. Wo bauen wir am besten eine Lagerhütte hin? Ich glaube auch da oben auf das Plateau, wo ich eben schon, wo ich die Sammelhütte und so gebaut habe und die ganzen Schlafhütten und so. Ich glaube, da baue ich auch eine Lagerhütte hin. Aber mehr so in Richtung Wald, ne? Dass wir so einen Spot zwischen den beiden Lagern jetzt, Also sie ist auf jeden Fall sehr klein und kompakt, finde ich. Die gute Lagerhütte. Baue ich mal hin. Okay. Ja, Fundament steht. Ich werde jetzt erstmal schlafen. Ich gehe mal hier in so eine Schlafhütte rein zum Schlafen. So, Lagerhütte fertig. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich natürlich nichts drin. Okay. Okay, kann ich das irgendwie ändern? Ach so, hier kann ich auch Träger einteilen, ne? Dann mach doch mal alles in die Lagerhütte rein. Ich glaube, das ist besser. Gib mal alle auf Lagerhütte 1 und das Dorflager mache ich alle. Keine Ressourcen mehr. Liefere halbfertige Produkte oder verschiebe die Hütte näher an die Ressourcen. Naja, die werden wahrscheinlich erst, wenn die Fischerhütte hier wieder Fisch bringt, wird das weggehen. Ja. Jetzt müsste das weg sein. Ja, ist weg. Ach, kann ich hier auch aufs Dorflager zugreifen? Das ist ja nice. Also können wir das so ein bisschen verwalten, ja. Beide Werkzeugmacherhütten gehen aber aufs Dorflager. Nee, können wir nicht. Und dann brauchen wir wieder eine Fischerhütte, die darauf zugreift. Ja, verstehe. Also die halt Food da reinquetscht. Food reinquetscht. Alter, was ist mit mir los? Schon wieder komplett Matsch am Hören. Wir gehen mal zum Ältesten. Und fragen, was unser Auftrag ist. Entschuldigung, wirklich, ich trinke Cola und manchmal entfleucht mir da ein kleiner Rülpserchen. Ich soll das Ritual Segen des Wissens durchführen. Segen des Wissens, da oben. 25 Weihrauch und Talisman. Habt ihr denn ein zu viel? Oh Gott. Also das mit den Werkzeughütten, 2 zu bauen davon ist kompletter Müll. Wir haben zu viele Werkzeuge jetzt. Guckt euch das an. Das ist einfach too much. Einfach too much. So, einen haben wir nämlich mal noch mit. Aber wir, guck mal, wie viele Werkzeuge wir jetzt haben. Also das... Ich glaube, ich werde auch jetzt erstmal
aus der Werkzeughütte den einen jetzt rausnehmen. Die machen einfach zu viele Werkzeuge. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt diese Riesenlieferung an Weihrauch und Talisman herstellen, um das Neue freizuschalten, um dann Ton zu verarbeiten und sowas alles, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Video. Wir haben in diesem Video die Werkzeughütte freigeschaltet und die Lagerhütte und auch gebaut. Ich habe sehr viel mehr über das Spiel gelernt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt funktioniert das alles ein bisschen besser und die Verwaltung läuft auch besser. Ich bin sehr weit gekommen, finde ich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.